herzlich willkommen zu unseren Patientengeschichten mit Herz aus der Asklepios Klinik Nord in Hamburg. Ein Bild sagt mehr als 1000 Worte und doch liegt es uns sehr am Herzen, Ihnen die beeindruckende Patientengeschichte hinter diesem Bild zu erzählen. An meiner Seite begrüße ich hiermit recht herzlich unsere Patientin Frau Ottenhausen und den behandelnden Experten Herrn Dr. Maurer. Guten Tag zusammen. Hallo. Hallo. Frau Ottenhausen, Sie haben vor ungefähr einem halben Jahr eine Herzrhythmusstörung sozusagen bemerkt oder erlebt und sich dann ärztlich vorgestellt. Ist das tatsächlich erst vor einem halben Jahr gewesen oder haben Sie schon länger Beschwerden? Nein, das trat zum ersten Mal wirklich im April auf und vorher ging es mir immer sehr gut. Ich war immer sehr sportlich und hatte nie Probleme irgendwie mit dem Herzen, mit meiner Ausdauer oder Ähnlichem. Und wie macht sich so etwas, es nennt sich ventrikuläre Extrasystolie, wie macht sich das bemerkbar bei Ihnen? Also was merkt man dann ab April, wenn man so eine Herzrhythmusstörung hat? Es stellte sich von heute auf morgen wirklich ein sehr, sehr starkes Herzpochen ein, was mich zunächst gar nicht so furchtbar, also es hat mich irgendwie irritiert, dass es auf einmal so stark zu spüren war. Und dann kam dann auch noch dazu, dass ich sehr leistungsschwach wurde, überhaupt keine Ausdauer mehr hatte, wirklich Treppensteigen, mal ein kurzer Sprint zum Bus, das war alles auf einmal nicht mehr möglich. Ich hatte ja überhaupt keine Kraft mehr, keine Leistung, war überhaupt nicht mehr in der Form, wie ich eigentlich gewohnt war. Und hatten Sie den Eindruck, dass wenn Sie damit zum Arzt gehen, dass man relativ schnell in die Psycho-Ecke kommt? Oder ist es so, dass man dann schnell ein EKG schreibt und merkt, okay, das und das ist das Problem? Zum Glück habe ich eine Hausärztin, die mich immer sehr, sehr ernst nimmt, wenn was ist. Und da fühle ich mich auch sehr gut aufgehoben. Ich habe meine Beschwerden geschildert. Wir hatten erst den Verdacht, dass es die Schilddrüse sein könnte oder irgendetwas, haben Blut untersucht. Sie hat dann ein kurzes EKG geschrieben und hat mich dann aber ziemlich schnell auch zum Kardiologen geschickt, zu dem Dr. Wesemeyer, weil sie das Gefühl hatte, dass dort irgendwas nicht in Ordnung ist. Dr. Wesemeyer hat ja einen relativ kurzen Draht zu unserem Experten, dem Herrn Dr. Maurer, und hat auch eine sehr hohe eigene Erfahrung mit den Herzrhythmusstörungen und Behandlungen. Haben Sie zunächst einmal mit Medikamenten einen Therapieversuch gemacht oder haben Sie direkt darüber gesprochen, eine Ablationstherapie zu machen? Nein, Herr Dr. Wesemeyer hat bei mir ein Herzecho und ein EKG gemacht und stellte dann ziemlich schnell fest, dass ich einen Bienimus habe und Herzrhythmusstörungen und hat mich dann eigentlich wirklich auf direktem Wege ins Heidberg-Klinikum geschickt, dass ich mich direkt dort vorstellen sollte, weil das wohl sehr heftig war. Mehr wusste ich zu dem Zeitpunkt gar nicht so richtig, erst als ich dann in der Ambulanz der kardiologischen Abteilung vom Heidberg-Krankenhaus angekommen war. Ja, das klingt ja nach einem sehr direkten Weg. Das Herr Dr. Maurer, sind Sie das denn gewohnt, diesen direkten Weg? Oder gibt es tatsächlich auch Menschen, die indirekt zu Ihnen kommen, also erst über die Psychoschiene beziehungsweise anbehandelt mit Antiarrhythmika und Beta-Blockern? Also ich denke, dieser Fall ist ein schönes Beispiel, wo man wirklich einmal so der Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Kollegen großes Kompliment machen muss. Einer sehr wachen, ambulant behandelnden Hausärztin, natürlich Dr. Wesemeyer als Kardiologen, der da auch schnell reagiert hat und dann den direkten Weg zu uns eingeleitet hat. Das ist oft leider ja gar nicht so der Fall. Da sind die Leidenswege und auch Umwege nicht selten länger. Ich denke, wirklich, wirklich schön ist, dass man auch hört, dass so umfassend geguckt worden ist. Also die Herzrhythmusstörungen zwar schnell erkannt worden sind, aber auch andere Erkrankungen gleich mit abgeklärt worden sind. Das machen wir natürlich in der Klinik sonst immer auch mit, aber das ist hier extrem aufmerksam von allen Kollegen gemacht worden. Und der entscheidende Hinweis war dann natürlich das EKG, das dann schnell die Erklärung geboten hat und gezeigt hat, wo diese extremen Beschwerden eigentlich herkamen. Und ja, die Extrasystolen sind im Prinzip oft was sehr symptomatisch, aber zum Glück ja auch gut zu behandeln ist. Und wie muss man sich das vorstellen? Warum hat jetzt die Patientin auch Herzschwäche-Symptome gehabt? Es geht doch eigentlich nur um den Herzrhythmus.
Ja, das finde ich ist eine ganz, ganz wichtige Frage. Das Herz ist für seine optimale Pumpkraft darauf angewiesen, dass die optimale Reihenfolge beim Pumpen auch eingehalten wird. Und das garantiert der Herzrhythmus. Und wenn dann immer wieder ein Zwischenschlag kommt oder ein Störschlag, und das ist der Fall bei den ventrikulären Extrasystolen, man kann sich das praktisch vorstellen, als würde man im Ruder Zehner zwei Sitzende haben, die die ganze Zeit dagegen rudern oder zwischenschlagen, dann kommt man nicht mehr vorwärts. Ne? Und so ist es beim Herzen auch. Das verliert dann irgendwann an Pumpkraft. Und bei Ihnen, Frau Ottenhausen, war die Symptomatik ja auch relativ ausgeprägt, was sicherlich auch daran lag, dass Sie wirklich sehr, sehr, sehr viele Extraschläge hatten. Und deswegen war es auch klug, jetzt nicht lange zuzuwarten oder das einfach mal zu beobachten, sondern da war wirklich ja, Handlung geboten und deswegen auch die, glaube ich, genau richtige, schnelle Einweisung in die Klinik. Man muss sich das ja dann wahrscheinlich so vorstellen, als ob die in einem dunklen Raum nach dem Lichtschalter suchen. Dieser Lichtschalter, den gilt es dann auszuschalten, weil der macht elektrische Störfeuer. Wie orientieren Sie sich in diesem dunklen Raum, um den Lichtschalter zu finden, um den zu veröden und loszuwerden? Und wie lange braucht man, um in jedem Raum dann tatsächlich auch immer den Schalter zu finden? Also wie viele Ablationen würden Sie jemandem ans Herz legen, bevor er sie abladieren darf? Ja, ich glaube, das ist eine wichtige Frage. Also vielleicht erstmal zunächst zum technischen Vorgehen. Diese Extraschläge, die wir bei Frohnhausen dann ja wirklich behandeln mussten, kann man sich so vorstellen, dass im Herzen, in diesem Fall in der Herzkammer, einige Herzmuskelzellen sozusagen Störfeuer abgeben, also ein kleiner Fokus, wenn man so möchte. Und den muss man punktgenau raussuchen. Man will natürlich in einem sonst jungen, gesunden Herz nichts kaputt machen, was eigentlich gesund ist. Und auf der anderen Seite den Störort punktgenau dann ausschalten, damit er das Gesunde auch nicht weiter stört beim Erregungsablauf. Und das genau rauszusuchen, das ist sicherlich anspruchsvoll zu lernen. Heute hilft uns ja wirklich hochauflösende Technik, die wir in so einem Zentrum wie bei uns in Nord auch zur Verfügung haben, wo wir dann auf den Millimeter genau mit einer 3D-Rekonstruktion des ganzen Herzens diese Störorte sozusagen identifizieren können. Aber den Katheter muss man immer noch selber mit der Hand steuern und das ist was viel Übung erfordert. Wir haben natürlich leicht reden, die Operateure, die das bei uns machen, oder wir haben mehr als mehrere tausend Verödungen, Erfahrungen. Und das ist natürlich das, was wir uns selber auch wünschen würden, wenn uns jemand behandelt, nicht? Bei Frohnhausen war es eigentlich wirklich ein toller Fall, oder auch ein schönes Beispiel für die Fälle, die wir oft sehen. Weil man wirklich diesen Fokus ganz genau raussuchen konnte und wir einfach mit einer Verödung, die am Ende ja 5, 6 Millimeter sozusagen ausmacht, das punktgenau ausschalten konnten und dann die Rhythmusstörung auch beseitigen konnten. Und jetzt zur letzten Frage. Wie ist das, wenn Sie sich applaudieren lassen würden? Was muss man da so auf dem Kerbholz haben? Ja, wie gesagt, also ich selber habe einige tausend Ablationen gemacht und das würde ich mir für einen Abladeur, der mich abladiert, natürlich auch wünschen. Ne? Das sind so die Erfahrungshorizonte, die man, glaube ich, schon haben sollte, wenn man sowas dann auch bei jungen, ja sonst gesunden Menschen macht. Ne? Da will man natürlich mit einem hohen Wirkungsgrad, aber vor allem einer geringen Komplikationsrate auch. Ne? Es soll ja nichts anderes passieren, das durchführen. Also wir können uns sehr glücklich schätzen, Sie in unseren Reihen zu haben und ich bin auch immer wieder froh, diese Patienten dann bei der Visite anzutreffen, die dann sagen, oh, es ist aber wirklich auf einmal weg. War das bei Ihnen auch so, Frau Ottenhausen, oder musste sich das erstmal wieder einpendeln? Haben Sie sofort einen Unterschied gemerkt? Also ich habe wirklich in der Tat sofort einen Unterschied gemerkt, aber ich musste für mich auch erstmal herausfinden, gleich direkt nach der Ablation, was ist jetzt normal und was ist jetzt nicht normal. Das war irgendwie ganz neu. Diese Doppelschläge und dieses schreckliche Pochen, das war sofort weg. Das war von jetzt auf gleich wirklich ausgeschaltet. Dann brauchte ich erstmal eine Zeit lang, um festzustellen, dass das einfach nur mein Herzschlag ist, den ich auf einmal spüre. Dann haben wir ja nochmal, Gott sei Dank, mit den Beta-Blockern das erstmal wieder so ein bisschen in ruhiges Fahrwasser gebracht, sag ich mal. Und heute merke ich überhaupt nichts mehr. Gar nichts. Es ist, als wenn nie irgendwas gewesen wäre. Und dafür bin ich sehr, sehr, sehr dankbar. Ja, das hört man richtig. Ist es denn mit der Sportlichkeit dann auch wieder gekommen, nachdem Sie sich haben abladieren lassen? Ja, also man muss wirklich bedenken,
Der Körper braucht echt einfach seine Zeit, um sich von dieser Ablation auch zu erholen. Also, dass das von heute auf morgen alles wieder da war, das war jetzt nicht so, aber man kommt da echt wieder rein. Und so nach 4, 5 Wochen merkt man, dass man wirklich wieder die volle Kraft kriegt, dass man wirklich wieder auch Mut hat und Lust hat, sich zu bewegen und endlich wieder das machen zu können, was man vorher gern gemacht hat. Ja, das hört man auch richtig raus, wenn Sie sprechen. Uns freut es wirklich sehr, dass es Ihnen so viel besser geht. Uns macht es vor allem sehr glücklich, dass Sie jetzt auch erstmal ohne ein erneutes Rhythmusproblem vorstellig geworden sind, also nachhaltig Hilfe erfahren haben und auch noch den Beta-Blocker losgeworden sind. Das heißt, Sie sind wieder voll leistungsfähig. Das macht uns wirklich sehr glücklich und wir freuen uns wirklich sehr, dass wir diese Geschichte mit unserem Kollegium teilen können. Und dafür danken wir Ihnen im Namen des gesamten Herzteams in Heidberg und auch im Namen des Herzkatheterlabors, dass Sie diese Geschichte offen mit uns teilen und uns nochmal Mut machen, weiterzumachen wie bisher und dass wir tatsächlich auch ein paar Leute gesund und munter wieder nach Hause schicken und die auch gesünder sind, als sie vorher waren. Ja. Da bin ich auch sehr dankbar. Und das letzte Langzeit-EKG, was letzte Woche erfolgt ist, hat eine VES-Last von nur noch 0,5% angezeigt. Also ich glaube, besser geht es nicht. Und wie viel hatten Sie vorher? Wie viel Prozent? 54 waren es, glaube ich. Ja, genau. Ja, Sie sind wirklich auf Ballhöhe. Das merkt man schon. Aber das ist tatsächlich mehr als jeder zweite Schlag. Und das ist natürlich kaum mit einer guten Pumpfunktion auszuhalten. Mensch, das ist eine tolle Geschichte. Sie machen uns Mut, Frau Ottenhausen. Vielen Dank für Ihre Offenheit. Und im Namen des Herzteams aus Heidberg, danke, alles Gute, viel Gesundheit vor allem und empfehlen Sie uns weiter. Ja, das werde ich auf jeden Fall machen. Ich danke auch nochmal wirklich von ganzem Herzen, im wahrsten Sinne, dass Sie mich wieder hergestellt haben, dass ich wieder die Alte bin. Ja, diesen Dank gebe ich weiter an Dr. Maurer und sein Team. Wir können uns sehr glücklich schätzen, euch hier zu haben, Tillmann. Und Ihnen allen vielen Dank und viel Spaß am Hören der anderen Geschichten. Und Ihnen alles Gute, Frau Ottenhausen. Dankeschön.